Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Unterhaching gegen Ingolstadt ist mit das Topspiel am 29. Spieltag. Haching will als Zweiter den direkten Aufstiegsplatz verteidigen. Ingolstadt will genau dahin. Nur 5 Punkte trennen die Schanzer vom heutigen Gegner. Ein bayerisches Derby, das viel Spannung verspricht. Krause und Kutschke rutschen beim FCE wieder ins Team. Linksverteidiger Gauss fehlt gesperrt, aber zunächst der Mittelpunkt. Der Rechtsverteidiger hier, Ananou, erwischt hier Hufnagel an der Freistoßklasse. Flanke Winkler und wieder Ananou. In der 13. Minute mit dem Kopf zur Stelle. Erst verschuldet er den Freistoß und dann vollendet er ins eigene Netz. Weiß er gar nicht, wohin mit sich. Und dann landet der Ball im eigenen Kasten. Buntic kann da nichts mehr machen. Schon wieder nicht zu null. Der FC Ingolstadt zum 11. Mal in Folge mit einem Gegentor. War eigentlich das bessere Team im ersten Durchgang. Und dann mit der Einladung von Dominik Stahl auf Eckhard Ayensa. 1:1 in der 19. Minute. Die direkte Antwort aber Dominik Stahl genau in den Lauf des gegnerischen Stürmers. Und da kann auch Winkler nichts mehr machen und Mantel sowieso nicht. Aber Eckhard Ayensa extra klasse, wie er sofort antizipiert, schaut einmal mitten mit links eiskalt ins kurze Eck. Mantel, der sonst so gern zu Null spielt, kann dann nichts machen. Dann diese Szene, 32. Da trifft Gregor Eckhard Ayensa im Strafraum, also Elfmeter. Kutschke, sonst 100%, aber diesmal drüber. Davor 4 von 4 verwandelt und der 5. geht über das Tor, ein bisschen zu genau und drüber gezielt. Also hier die Chance vertan zur Führung, aber die aktivere Mannschaft waren die Ingolstädter. Thomas Ora in seiner dritten Amtszeit, letztes Jahr ging es noch runter von Liga 2 in Liga 3. Jetzt soll es natürlich im Idealfall direkt wieder hochgehen. Aber zweite Hälfte gehört erstmal den Hachinger mit der ersten Gelegenheit. Dominik Stahl nach Ecke wie Galke, gefährlich per Kopf. Meldeten sich die Hachinger ein wenig an, aber aus dem Spiel ging zu wenig raus. Ein Freistoß gab es dann auf der anderen Seite. 54. Maxi Wolfram! Sensationeller Freistoß, Traumtor zum 2:1 für die Gäste. Da hat er wirklich Maß genommen und genau gezirkelt, genau geschaut und lässt der Mantel keine Chance. Wunderbar, das zweite Saisontor von Wolfram und es steht 2:1 für die Gäste. Von den Nachhängern muss jetzt einfach mehr kommen. Aus dem Spiel heraus ist das zu wenig gegen die Ingolstädter, die das richtig stark gemacht haben heute bis hierhin. Aber es geht natürlich noch bis zum Schluss. Hufnagel kann sich da gegen 3 durchsetzen mit der Übersicht für Schwabel. Und der trifft den Ball nicht. Wir sind in der Schlussphase. Haching wirft nochmal alles nach vorne. Winkler, Hein und nochmal Schwabel. Das allerdings eine der besten Chancen. Gerade im letzten Drittel ist das zu wenig. Finden die Haringer keine Mittel gegen gut stehende Ingolstädter. In einem Derby, das natürlich auch seine Brisanz hatte. Der Ball eigentlich im Aus. Und dann nimmt er hier Oral den Ball. Gibt ihn auch nicht mehr her. Fabel regt sich auf und der Schiedsrichter gibt dafür auch den gelben Karton gegen den Schanzer-Trainer, der am Ende sich aber freuen kann über 3 Punkte. Wir wussten, was uns in Haching erwartet. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die als Truppe richtig geil ist und gut funktioniert. Nichtsdestotrotz hatten sie dazu noch einen super Lauf, haben ihre Spiele auch souverän runtergespielt und sie waren nicht in der Position, dass sie hätten sagen müssen, wir müssen unbedingt gewinnen. Wir im Gegensatz waren dann schon so gepolt, wir wollen unbedingt das Spiel gewinnen. Und klar gehen durch ein Eigentor in Rückstand, machen einen Ausgleichstreffer, verschießen einen Elfmeter und kommen dann mit einer Mentalität in das Spiel zurück oder holen es auf unsere Seite, die richtig, richtig gut war. Zwei Mannschaften sich gegenüber gestanden, die, bei denen es um viel geht. Ich glaube, dass es man ja, ordentlich gekracht hat in den Zweikämpfen, dass wir uns nichts geschenkt haben und leider mit dem unglücklicheren Ausgang für uns. Haching muss sich geschlagen geben. Der FC Ingolstadt gewinnt nach 6 sieglosen Partien das bayerische Derby gegen Haching, holt 3 enorm wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg und macht das Aufstiegsrennen in der dritten Liga damit noch spannender. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.